Hip hop, your life from another side. Hip hop, your life from another side. Also, ich bin halt noch nicht so modern, also ich habe mir kein so ein Gerät da gekauft, weil ich will nicht, dass man mich verfolgen kann, wo ich bin, auf Schritt und Tritt. Ich habe deshalb auch mein Handy zu Hause gelassen, das ist nur altes, aber auch das zeichnet auch, wo ich bin. Ich bin gebeten worden, etwas zu sagen zu dem Gebiet und zu den Gebieten, wo ich mich engagiere. Ich habe festgestellt, dass Frieden ist eine hehre Sache, aber Frieden setzt Freiheit voraus. Zuerst mal die innere Freiheit, wir haben jetzt Vorredner gehört, die innere Freiheit, das muss jeder selbst sicher kämpfen oder erweitern. Ich möchte etwas sagen zur äußeren Freiheit. Das sind all die Gefahren, die wir alle kennen, über die ganze Politik, die Wissenschaft, die korrumpiert ist, Lebensmittel und so weiter. Ich möchte aber heute etwas Positives sagen und ich denke, eben Frieden gehört zusammen mit Freiheit. Das ist für mich wie Yin und Yang oder positiv und negativ oder Plus und Minus, wie man das sagen will. Und ich habe heute ein bisschen mich umgeschaut und habe im Internet gefunden, es gibt ganz viele Gruppen, weltweite Gruppen, Organisationen, die setzen sich für soziale Befreiung ein, die setzen sich für Ressourcen, gesunde Ressourcen, nachhaltiges Wachstum und so weiter ein. Ich setze mich ein für ein nachhaltiges, demokratisches Geldsystem in der Schweiz und weltweit. Und das zweite Schwerpunkt ist für mich die Energie. Energie, ich habe letztes Mal ja gesprochen über einen Mann, der heißt Mehran Keshe, ist Iraner, ist mit einer Belgierin verheiratet, ist seit 40 Jahren Nuklearphysiker und hat sensationelle Entdeckungen gemacht. Ich habe letztes Mal darüber berichtet und viele von euch kennen das. Ich möchte heute etwas konkreter noch auf das eingehen. Ich habe hier ein Foto kopiert. Ich weiß nicht, kann man das sehen, vielleicht hier. Man spricht allgemein von Energie, aber eigentlich geht es bei dieser Technologie um viel, viel mehr. Es ist eine Revolution unserer Gesellschaft, die eintreten wird. Ich habe mir ein paar Stichworte aufgesetzt. Es geht über die Space-Technologie. Ich habe auch hier ein Bild dazu. Das ist ein Konzept, das bis 2016 umgesetzt werden soll. Das ist also ein Spacecraft, das mit dieser Technologie, das eben die Erdanziehung überwindet, und zwar ohne Sprit, das sollte gebaut werden bis 2016 in Norditalien, in Brescia. Das Ding ist übrigens etwa 40 bis 50 Meter im Durchmesser, soll 500 Leute Platz bieten. Allerdings, was benötigt wird, sind etwa 50 bis 55 Millionen Euro. Aber zurzeit sind da bereits 8 Leute dran und demnächst wird das wachsen auf 20 bis 50 Leute aus der ganzen Welt. Also das ist die eine Technologie, die wird uns befreien von der Erde. Und dort, wo wir hinfliegen, in unser Sonnensystem und darüber hinaus, da gibt es kein Geld, kein Dollar, kein Euro und auch kein Schweizer Franken. Also Geld wird definitiv auf der Erde bleiben, oder hat sicher keine Bedeutung mehr dort. Ein zweiter Aspekt, das ebenfalls revolutioniert wird, ist das Gesundheitssystem.
Ich möchte hier nur zwei Sachen im Moment erwähnen. Es gibt hier zwei Schriften von Cache, die kann man runterladen in seiner Webseite. Das ist das eine Mal über Homöopathie. Er bestätigt also wissenschaftlich, dass die Homöopathie korrekt ist und er erklärt auch im Detail, warum. Ich kann hier nicht darauf eingehen. Ein anderes Papier, was er geschrieben hat, ist über ALS, das ist diese Degeneration des Nervensystems. Auch da hat er Möglichkeiten gefunden, das wiederherzustellen. Also er spricht von Regeneration. Also es wird komplette neue Medizin daraus entstehen. Ein weiterer Aspekt dieser Technologie ist, ich würde das sagen, mal umschreiben mit Materie. Er hat einen neuen Zustand der Materie entdeckt und der heißt Gans. Also das ist Gas in einem Nanozustand. Also das, was wir haben hier, wenn wir da drücken, das ist nichts anderes als Gas im Nanozustand und hat spezielle Eigenschaften. Diese Technologie ermöglicht, Nanoteile herzustellen aus allen Elementen, die wir kennen auf der Erde. Und diese Nanotechnologie, das kennen wir, hat wiederum sehr viele neue Eigenschaften. Man kann zum Beispiel Computer herstellen ohne Verdrahtung. Also ähnlich wie unser Hirn funktioniert, dann das sagt der Computer. Und das Spaceship, nur am Rande erwähnt, möchte so gesteuert werden. Also es ist keine Elektronik mehr drin, es geht vom Hirn zu einem Gefäß, das eben dieses Material beinhaltet, dieses Nano- und Ganzzustand. Und davon die Befehle dann kommen, um entsprechend die Spacecraft zu steuern. Also das ist absolut spannend. Also es geht hier. Ein anderes Beispiel ist, er hat glaube ich schon 7 oder 8 verschiedene Elemente aus der Luft gefangen, zum Beispiel CO2 oder Methan. Das sind ja Schadstoffe, die entstehen, die da wir sagen, wir haben zu viel CO2. Also CO2 ist wieder mit dieser Technologie möglich einzufangen. Und in Pufferform oder in flüssiger Form kann man das sehen. Ich habe hier auch ein Bild, das kann man auch sehen. Da die unteren zwei Gefäße, die man sieht, hier ist das im Pulver und das in flüssiger Form, CO2. Ein anderer wichtiger Aspekt ist, mit dieser Technologie kann man Seekant kontaminieren. Also die waren und sind ja dran, mit Fukushima zu helfen, dass das Wasser und das ganze Land, das verseucht ist, dass man das von Radioaktivität befreien kann. Also es geht hier um Absorption mit dieser Nanotechnologie. Ein weiterer Punkt ist ganz generell Transport. Es gibt auch im Internet, habt ihr vielleicht schon gesehen, hat mal Reklame gemacht und es war mal ein Vortrag vorgesehen, da wurde dann aber verhaftet, bevor er ihn zeigen konnte öffentlich. Das war ein Flying Car, der war in Belgien und Holland vorgesehen. Also sieht man ein Auto, das in der Luft schwebt und eben diese Technologie, was eben für das Spacecraft angewendet wird, eben auch für Hoverings oder für Auto eingesetzt werden kann. Dann auch Agrokultur, hier gibt es neue Düngemittel, Düngverfahren, Samen und so weiter. Also das ganze Spektrum von neuen Technologien. Es wird kein Bereich in unserem Leben ausgespart werden. Und vielleicht, was ich daraus genommen habe, ist, dass mit dieser neuen Technologie, diese neue Technologie wird uns zwingen, sie wird uns zwingen, eben friedlich zu werden, weil mit dieser Technologie kann man ins All und ins All kann man nur gehen, wenn man friedlich ist, ohne Waffen.
Also diese Technologie wird uns transformieren von der Materie, von der materiellen Sicht in Richtung Spiritualität. Diese Technologie wird uns transformieren von der materiellen Sicht, was wir sind, wir haben alles ist Materie heute, wir denken in Materie, wird uns transformieren in eine geistige, in eine spirituelle Sicht. Was ich sage, diese Technologie wird uns zwingen, weil freiwillig werden nicht alle Leute diesen Prozess, was du vielleicht schon lange angefangen hast, durchmachen. Das heißt, es bleibt uns irgendwann nichts mehr anderes übrig, weil eben man kann zum Beispiel auch Gedanken lesen in dieser Technologie. Das ist alles schon, man kann gar nicht mehr schwindeln, man kann nicht mehr. Die Technologie basiert darauf, dass er erkannt hat, wie man aus Energie, wie aus Energie eben Materie entsteht. Und er erkannt hat, wie der Körper funktioniert. Das heißt, die heutige Medizin hat das noch nicht verstanden. Und mit seiner Technologie gibt es einen Schub da, das zu erkennen, wie der Mensch funktioniert. Also nicht nur auf der Materieebene. Und das ist hochinteressant. Ich empfehle dir, das einmal zu lesen. Ich kann dir die Information gern geben. Das ist jedenfalls hochinteressant für mich. Gut, das war es eigentlich zum Thema Energie. Besten Dank. Ein herzlicher Dank an Diana, dass sie so offen von ihren Problematiken geredet hat. Ich denke, jeder ist mit Polaritäten einmal ein bisschen, soll ich sagen, das beeinflusst eigentlich jeden Tag. Also, wir haben gute Zeiten, wir haben schlechte Zeiten. Dementsprechend sollte man das einfach ein bisschen einordnen oder respektive können schauen, wie das Ganze von der Polarität aussieht. Ich komme nach aus der Natursoziologie, das heisst, das ist nicht anders als eine Symbiose zwischen Mensch und Natur. Ich tue nicht gerne über Wissenschaften erzählen, sondern ich tue lieber, sagen wir mit, also durch Symptome Wissenschaften, um Ursachen zu bekämpfen. Also jetzt sieht das eigentlich ganz einfach aus, ich würde jetzt gerade mit euch zusammen kurz ein bisschen Wissenschaften. Das geht eigentlich ganz einfach. Wir leben alle auf dem gleichen Planet. Wie viel Nordpol kennen wir? Wer hat gesagt? Ein Nordpol, wer hat mehr? Zwei Nordpol, gut. Jeder Mensch hat seinen eigenen Nordpol, ist ja auch etwas Spezielles. Sehr gut. Gut. Jetzt einfach zum mal auf dem physischen Nordpol zu bleiben. Ich habe da hinten jemand gesagt, wir haben zwei. Da würde ich jetzt sagen, das stimmt, weil wir haben den magnetischen Nordpol und wir haben den GPS, also respektive geografischen Nordpol. Jetzt haben wir zwei Nordpol, doch in wie viele Richtungen können wir im Norden gehen? Also wenn wir jetzt sagen, wir haben zwei Nordpol oder Nordpol, ich weiß ja nicht, Nordpol sollte ja eigentlich eine Zahl sein, oder eine Zahl. Wenn wir, sagen wir jetzt, Mittagszeit, also wenn die Sonne am höchsten ist, haben wir ja dort noch den Süden eigentlich. Und nachher, wenn wir in die andere Richtung gerechnet, hätten wir noch den Norden, oder? Also könnten wir jetzt eigentlich nach einem stellaren Nordpol oder Südpol gehen, dann könnten wir nach einem geografischen Nordpol oder Südpol gehen. Und dann könnte man noch mit dem magnetischen Nordpol oder Südpol gehen. Jetzt ist das alles ein bisschen wirr, oder respektive man weiss nicht genau, in welche Richtung man schlussendlich gehen sollte. Jetzt geht es eigentlich schlussendlich nur immer um die eine Sache. Das ist eigentlich nichts anderes als eine Aufhängung. Jetzt eine Aufhängung ist eigentlich nichts anderes als ein Gewicht, das mit einer Bewegung kontrolliert wird. Jetzt, allgemein gesehen, haben wir jetzt so unseren Staat, oder, der uns hier in der Aufhängung kontrolliert, indem wir am Rumpendeln sind. Jeden Tag stehen wir auf, gehen wir arbeiten, gehen am Abend wieder heim und dann ist das unser Pendeltag gewesen. Jetzt sind das nicht nur
Pendeleien zwischen Arbeitsort und Zuhause, sondern wir haben auch Pendeleien, sagen wir jetzt in Beziehung. In einer Beziehung ist die Aufhängung Liebe. Und wenn wir diese Aufhängung haben, Liebe, müssen wir nachher dort eigentlich ausgehen von drei Punkten. Jetzt geht es eigentlich nur um den sozialen Punkt, das habe ich schon mal angesprochen, den mentalen Punkt und den physikalischen Punkt. In der Liebe, wie bin ich angezogen gegenüber dem Menschen physikalisch, mental, kann ich mich mit dem gut verständigen oder geht sogar noch im sozialen Bereich hinein, also sprich, komme ich gut aus mit der Familie, mit meiner Familie oder mit der Familie von meiner Partnerin, wie auch immer. Um das noch rasch kurz fertig machen, Kriege sind ja natürlich auch immer aufgehängt an gewissen Kräften, sagen wir jetzt einmal. Das ist eigentlich nichts anderes als die Kräfte wiederum, die entweder werden von einem Glaubenskrieg gesteuert oder von einem Finanzrohstoffkrieg geführt. Finanzkrieg gehört dann noch dazu. Plus der dritte Krieg. Werden eigentlich nur der Staatsterror. Der Staatsterror. Jetzt eben zum Freisein und so weiter, sollte man eigentlich dort mal aufhören mit dem Staat. Immer die Steuern müssen zu zahlen und dann kommen noch Gebühren dazu und so weiter. Wenn ich einen Schlüssel habe oder meinen Abfallsack, bis der im Schlüsselwagen rein ist, habe ich dreimal Steuern gezahlt. Also es sind einfach gewisse Sachen, die wir uns überlegen, will ich an dieser Aufhängung aufgehängt sein oder lasse ich das am besten von Anfang an sein und sage einfach, ich tue mich selber kontrollieren, kann mich selber verantworten. Darum stehe ich eigentlich auch da und hoffe, dass der Nächste vielleicht ein bisschen inspiriert ist durch den Frieden sicher. Hat jeder seine Waffe dabei, also heutzutage bei uns im friedlichen Rahmen sind unsere Waffen Kameras. Kameras, Kameras, Kameras. Und das weiss der Staat natürlich auch und der hat das natürlich dort Entschuldigung, schnell, komm gleich. Entschuldigung, warte, du musst mir etwas wegnehmen. Das ist eigentlich nichts anderes als eine Kamera, wo der Staat uns eigentlich die ganze Zeit every breath you take, also jede Schnaufe machst, every move you make, also alles was du tust, every bound you break, also jede Abschrankung, die du durchbrichst, every step you take, also jeder Schritt, den du machst, I'll be watching you. Also der Staat schaut uns oft oder sogar zu oft zu. Danke fürs Zuhören und ja, ich bin Sarah, ich bin von Bern und ich habe das schon zu Bern vorgetragen und finde ich das Beste. Es waren so Gedanken von mir, die ich mir aufgeschrieben habe. Der Traum. Ich träume von einer Welt, die mit der Natur im Einklang ist. Ich träume von Gleichberechtigung und Gerechtigkeit für jedes Lebewesen in diesem Universum. Ich träume davon, dass die Weisheit der Alten und der Urvölker mehr in den Fokus unseres Bewusstseins rückt. Ich träume, dass wir die Kinder unserer Welt achten und respektieren und ihnen zuhören, was sie uns Wichtiges mitzuteilen haben und sie nicht als krank abstempeln. Ich träume von einer Welt ohne Verurteilung und Strafe, weil jeder Fehler uns in unserem seelischen Wachstum weiterbringt. Ich träume von unbegrenzter Freiheit ohne persönliche und politische Grenzen. Ich träume vom Einssein mit allem, was lebt und ist. Ich träume von Akzeptanz und Respekt gegenüber Andersdenkenden, Liebenden und Lebenden. Ich träume von einer unbegrenzten Freiheit und Liebe für alle Tiere, Pflanzen und Menschen. Ich träume von einer Welt in Frieden und Einklang mit allem, was ist. Und für das nicht ein Traum bleibt, von ich mal bei mir an. Merci. Ich bin 23 und vom Verein Bio für Ehre. Ich glaube, ganz ein Haufen von euch haben uns gesehen oder wahrgenommen an der letzten Demo am Samstag. Marsch für eine gentefreie Welt. Und ich bin eigentlich heute nur gekommen. Ich hätte es zwar schon länger runtergetan, was da so passiert, was da für Menschen sind.
wollte eigentlich nur schnell unter den Flyer verteilen. Für unser Fest am ersten Wochenende. Ja, also wir sind ein Verein, wir haben uns gebildet im Oktober 2013. Aus dem Gedanken heraus, dass wir allen Menschen biologisches Gemüse zugänglich machen. Dass wir nicht abhängig sind vom Go, dass wir nicht abhängig sind von kleinen Bioläden, die einfach muss so teure Preise machen für biologisches Gemüse. Das beinhaltet nicht nur biologisches Gemüse, das beinhaltet sämtliche biologische Lebensmittel. Wir wollen, dass sich die Menschen gesund ernähren können, auch wenn sie kein Geld haben, wenn sie keinen Sturz haben. Für das haben wir auch einen super Partner gefunden aus der Romandie. Er tut uns regelmäßig, also alle Woche Gemüse bringen, biologisches und zwar Ausschussgemüse, wo zu gross ist, zu krumm oder zu wenig orange und darum ist es sehr günstig. Wir haben das angefangen zu verkaufen und zwar einfach zum Selbstkostenpreis, den wir hatten, plus 50 Gramm Marge. Die 50 Gramm Marge sind einerseits dazu da gewesen, um unsere Ausgaben zu decken und wir haben gedacht, hey, die Schweiz, die hat so viel Geld, die Geld haben, die sollen dafür geben, können wir es dann auch dort einsetzen, wo wir es brauchen. Mittlerweile haben wir aber die 50 Gramm Marge abgeschafft. Wir haben eine freie Preispolitik, das heisst, wir geben unseren Einkaufspreis an. Aber jeder entscheidet selber, was er möchte zahlen. Weil die einen die haben weniger Geld und die anderen haben mehr. Die, die viele haben, sollen geben, die, die keine haben, dürfen auch mal nehmen. Und ja, wir machen das Gemüse, das tun wir können nicht jeden Tag einen Gemüsestand machen, wir machen ja alles freiwillig. Darum machen wir das zweimal in der Woche. Einen fast immer im Kuba in Affoltern, das ist ein alter Bahnhof, der zu einem Kulturgebäude umfunktioniert worden ist. Und das ist immer verbunden mit Kultur. Also wir nutzen den ganzen Tag, von morgen um 11 Uhr bis zur Nacht, solange wir mögen, bieten Workshops an, bieten Infos an, das Gemüse an, sonst Essen, zum Beispiel aus der Bioramp, aus Altstädten, wo auch ganz viele Ausschussprodukte hat, unter anderem Tofu, wo man sich sonst nicht leisten kann, ganz günstig für einen Stutz oder ein bisschen mehr. Und jetzt haben wir gerade Sommerpause, wir fangen dann aber im Herbst wieder an, das ist saisonal bedingt, weil sie einfach im Moment so viel Ausschuss haben. Ja, und jetzt, weil wir jetzt auch Pause haben, machen wir nächstes Wochenende, also das Wochenende, 30. Mai, bis 1. Juni machen wir das Fest, 3 Tage lang, im Hönk oben. Es ist draußen, es ist im Garten und es ist im Wald. Und wir haben das Ganze probiert zu bewilligen lassen. Ich habe da wirklich, ich habe Konzept geschrieben, ich habe telefoniert, ich habe so viel gemacht. Und das Einzige, was gekommen ist, war nein, aus dem Grund und aus jedem Grund. Und es steht einfach nicht im Verhältnis zu dem, was wir machen. Und darum machen wir es einfach trotzdem. Ich habe gerade noch den Flyer mitgenommen, damit ihr euch ein bisschen orientieren kann, was ich euch erzählen will. Der Grundgedanke ist, wir haben von der Entstehung an die Handlungen, die der Verein gemacht hat, durch das haben wir in ganz kurzer Zeit ganz viele Leute gewonnen, die immer wieder zu uns kommen. Und die Gemüsepost und nicht nur das, sondern sich aktiv einbringen, was uns auch ganz wichtig ist, dass man teilnimmt und nicht nur besucht, dass man nicht konsumiert, sondern mitmacht. Wir haben ganz viele Menschen so zusammengebracht, die uns sehr wertvoll sind und die wir sehr schätzen. Und mit diesen Menschen und ganz vielen weiteren, allen, die interessiert sind, wollen wir zusammen ein Fest feiern, bevor alle nämlich auf die grosse Reise vom Sommer gehen. Es sollte uns den Boden geben, zum Beziehungen zu pflegen, zum Ideen verwirklichen, Projekte zu entwickeln, Wissen zu teilen, Kunst geniessen, nachhaltig und ganzheitlich zu handeln und das Leben zu feiern. Pimp up your life from another side. Pimp up your life from another side.